SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute Spezial mit Claudia Deeg. Insekten sterben, Plastikmüll, Klimawandel. Verliert Planet Erde die Geduld? Schönen guten Abend hier an der August-Sander-Schule in Altenkirchen. Herzlich willkommen. Auch wenn es im Westerwald natürlich ein bisschen kühler ist und man heute zumindest den Eindruck haben könnte, der Sommer ist so langsam zu Ende, am Wochenende wird das schon wieder anders. Wir müssen reden über Hitze, über Dürre, über Klimawandel, auch über uns, über unseren Lebensstil. Denn die Frage steht im Raum, machen wir eigentlich unsere Grundlage, nämlich unsere Erde, kaputt? Stichworte dabei sind Plastikmüll und Insektensterben. Und wir wollen diskutieren mit Fachleuten auf dem Podium und mit Ihnen, mit euch im Publikum. Und Schülerinnen und Schüler hier der August-Sander-Schule haben sich vorbereitet auf diesen Abend, haben sich mit den Themen beschäftigt. Herzlichen Dank an euch für euer Engagement. Ihr habt es nämlich nebenher gemacht und nicht einfach so im Unterricht, sondern das war nochmal zusätzliche Arbeit. Danke dafür. Und wir haben in der Vorbereitung auch über den ökologischen Fußabdruck gesprochen. Da hat der eine oder andere gesagt, was, ökologischer Fußabdruck? Nie gehört. Aber ihr habt euch damit beschäftigt und deshalb dürfte ich jetzt schon mal langsam diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, auf die Bühne bitten. Wo sind denn die drei? Wir brauchen nämlich jetzt Lea, Alexandra und Violetta, weil... Auch die Lehrerinnen und Lehrer waren so nett und haben rechnen lassen. Völlig unter dem Siegel der Verschwiegenheit, nämlich anonym. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich sage nur Stichwort ökologischer Fußabdruck und ihr drei habt jetzt das Wort. Wir haben 6 Lehrer an unserer Schule zu ihrem ökologischen Fußabdruck befragt und die 3 unterschiedlichsten Ergebnisse auf Plakaten dargestellt. Die Person mit dem kleinsten Fußabdruck benutzt Ökostrom, fährt mit der Bahn in den Urlaub, und kauft sich selten ein neues Auto. Die Person mit dem durchschnittlichsten Fußabdruck hat ein kleines Haus, wo 5 Personen drin leben, beheizt mit Pelletheizung macht aber Wintersport und fliegt regelmäßig mit dem Flugzeug in den Urlaub. Die Person mit dem größten Fußabdruck ist zwar vegetarisch, aber wohnt in einer großen Wohnung alleine. Und hat sich vor kurzem ein neues Auto gekauft. Überrascht hat uns, dass die Lehrer an unserer Schule so unterschiedlich große ökologische Fußabdrücke haben. So, jetzt rätseln natürlich hier doch alle, wer steckt hinter welchem Fußabdruck, aber nein, es bleibt geheim. Ich darf das Podium kurz vorstellen. Ulrike Höfgen, die Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Daneben Sabine Jakob, Geschäftsführerin vom BUND Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Christoph Brade, wir machen hier außen weiter, unschwer zu erkennen am grünen T-Shirt von der Organisation Greenpeace, als Ehrenamtler extra aus Köln hier angereist. Dankeschön. Und aus Betzdorf angereist, Georg Groß, vielleicht dem einen oder anderen hier im Saal bekannt, vom Bauern- und Winzerverband Rhein-Nassau, selbst Landwirt. Er hat einen Milchviehbetrieb und die Kühe müssen jetzt alleine zurechtkommen. Dankeschön, dass Sie da sind. Und an meiner Seite, die muss ich euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, Laura Lenz kennt ihr alle, 16 Jahre alt, 10. Klasse, hier von der August-Sander-Schule. Toll, dass du hier bist.
Laura, du hast ja mitgekriegt, die drei Fußabdrücke, die gerade vorgestellt wurden. Du hast jetzt deinen nicht ausgerechnet, aber was würdest du vermuten? Bei welcher Größe würdest du dich ansiedeln? Also ich persönlich würde mich beim mittleren Fußabdruck anmelden, weil ich halt sehr gerne und viel reise, aber dafür halt auch weniger Plastikmüll produziere. Ja. Und wenn du verreist, wie verreist du? Mit dem Auto, mit dem Zug, also das ist schon unterschiedlich. Aber Zug ist, glaube ich, schon mal gut. Aufs Reisen werden wir auf jeden Fall im Laufe des Abends noch kommen. Christoph Brade, inwiefern zeigt das Modell mit dem ökologischen Fußabdruck, dass jeder von uns wirklich was beitragen kann? Da kann ich nur von mir sprechen und die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren mitgemacht habe. Mit 30 war so der erste Punkt, wo ich gedacht habe, boah, ich habe ein tolles Leben, alles klappt, ich bin gesund, ich freue mich, lebe in Frieden in Deutschland. Aber woanders läuft es ja nicht. Also vielleicht hänge ich mit dem schlechten Ding in der Welt irgendwie zusammen und habe dann eben hinterfragt, was ich kaufe, wo meine Kleidung herkommt, wie viel ich neue Kleidung kaufe, was ich esse, wie oft ich in Urlaub fahre, mein Auto und so weiter. Mittlerweile habe ich kein Auto mehr, braucht man nicht, wenn man in der Innenstadt wohnt. Auf dem Land ist es ein anderes Thema. Esse auch anders, als ich vor Jahren gegessen habe. Ich war ein riesiger Fleischfan, früh, mittags, abends. Ich war sauer, wenn meine Mama keine Wurst oder Fleisch da hatte. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es ohne Fleisch geht. Auch nur durch Wissen und Anlesen. Ich bin am Thema dran geblieben. Ich habe zwischendurch die Portion kleiner gemacht und habe mich glücklich gefühlt. Habe dann irgendwann nur noch Bio gekauft und habe mich glücklich gefühlt. Also es ist nicht so, dass ich von Anfang an vorhatte, kein Fleisch mehr zu essen. Aber das Thema Ernährung ist wichtig. Jede Zelle meines Körpers hängt damit zusammen, was ich in mich reinpacke. Und wenn ich mich damit ein bisschen befasse, treffe ich anscheinend mittlerweile andere Entscheidungen als früher, als ich mich nicht damit befasst habe. Jetzt sind Sie heute Abend aber mit dem Auto hier. Das heute haben Abend, Sie sich dann geliehen oder wie machen genau. Sie das, weil Sie kein eigenes besitzen? Ja, das ist das Auto von meiner Schwester. Die ist gerade im Ausland und studiert da. Und die Frage war, verkaufen wir es oder behalten wir es noch? Und deswegen konnte ich mir das ausleihen und bin dankbar dafür. Ja, also Mobilität ist wichtig, aber man sollte sich fragen, wie oft welches Modell. Herr Groß, wenn Sie das hören, Sie verkaufen ja in Ihrem Betrieb auch Wurst. Haben Sie was gegen Vegetarier? Absolut habe ich, oder wir in der Familie haben nichts gegen Vegetarier. Jeder soll sich so ernähren, wie er es für richtig findet. Wir brauchen aber insgesamt eine ausgewogene Ernährung. Wir brauchen da auch tierisches Eiweiß, Fleisch, vor allen Dingen aber auch Milch. Aber das muss jeder für sich machen. Zum einen muss man auch sagen, wir werden körperlich bei Arbeit nicht mehr so angespannt wie früher. Wir können uns durchaus anders ernähren. Und man kann nicht unbedingt sagen, dass vegetarisch das Nonplusultra ist. Einmal in der Ernährung und zweitens auch in der Produktion wird auch Rindfleisch, Schweinefleisch immer gefragt werden. Wir müssen da global gucken. Wir haben noch die Schwellenländer, die auch noch im Verbrauch an Schweinefleisch und auch Rindfleisch und auch Milch zunehmen werden in den nächsten Jahrzehnten. Wir können etwas zurückfahren, sollen zurückfahren und bin ich überzeugt von, wir müssen eine bessere Produktion in der Tierhaltung machen. Da sind wir alle auf einem guten Weg. Im Rindviehbereich gibt es kaum Probleme. In der Massentierhaltung, wie es so oft gesagt wird, im Schweinebereich, sind wir aber absolut um Weg. Wir müssen aber da auch aufpassen. Bevor Sie schon Ihr ganzes Pulver verschießen, Herr Groß, das sind ja lauter Aspekte, ja, gut, die Sie da ansprechen. Der Abend ist noch lang. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Okay. Also ich sehe schon, es gibt keinen Streit zwischen Ihnen, auch wenn Sie neben einem Vegetarier sitzen. Das halten Sie aus. Halte ich aus. Wunderbar, gut. Frau Jakob, haben Sie das mal gemacht mit dem ökologischen Fußabdruck? Haben Sie den mal ausgerechnet? Ich muss gestehen, es ist schon eine Weile her. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen jetzt vor der Sendung, aber bin ich leider nicht mehr zugekommen. Und glauben Sie, Ihr Fußabdruck ist besser oder schlechter geworden, der schon eine Weile her ist? Das schwankt immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, je nach Lebenslage und Situation. Es ist erschreckend, er ist erstaunlich hoch. Er ist tatsächlich, also es gibt tatsächlich viele Sachen, die man gar nicht so beeinflussen kann. Also zumindest den ich damals gemacht habe, da gab es schon mal erstmal einen relativ hohen Aufschlag dafür, dass ich in Deutschland lebe. Und ich so dachte, oha, dann mache ich ganz viel und irgendwie
habe ich aber trotzdem schon mal einen Schwung, einfach weil ich hier bin, was natürlich berechtigt ist, weil ich natürlich von ganz vielen Dingen ja, profitiere oder ganz viele Dinge hier so sind, wie sie sind, die ich natürlich mit zu verantworten habe. Frau Höfken, ich glaube, ich muss mal ein bisschen vorkommen, damit ich Sie auch sehe. Ich will Sie gar nicht nach Ihrem persönlichen ökologischen Fußabdruck fragen, aber danke. Wie wäre denn der von Rheinland-Pfalz? Was vermuten Sie? Oh, das ist vielleicht gar nicht so, das haben wir noch nie ausgerechnet. Das wäre doch mal was, oder? Ja, würde vielleicht im Vergleich gar nicht so schlecht abschneiden, aber klar ist ja schon mal, dass wir als Deutsche, das stimmt schon, wir verbrauchen halt dreimal so viel an Biokapazität, also sozusagen an globaler Fläche, globalen Hektaren, wie andere Menschen. Also wenn 1,7 Hektar, globale Hektar jedem zur Verfügung stehen, im Durchschnitt in der Welt, dann verbrauchen wir als Deutsche glatt dreimal mehr als die anderen. Vielleicht können wir das gerade. Da muss man natürlich sagen, man nimmt natürlich auch anderen Leuten was weg. Die Amerikaner aber übrigens noch mehr. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist der sogenannte Erdüberlastungstag, ne, der jedes Jahr ausgerechnet wird. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört. Der war in diesem Jahr am 1. August für die gesamte Welt. Aber in Deutschland, das war der Aspekt, auf den Sie hingewiesen haben, Frau Höfken, wir verbrauchen noch mehr. Da war dieser Tag schon am 2. Mai. Herr Brade, können Sie erklären, woran das liegt? Also am Verbrauch von Lebens- und Futtermitteln? Also wir konsumieren mehr, als wir eigentlich herstellen. Ist das die Rechnung? Ja, im Großen und Ganzen ja. Man muss sich überlegen, wir alle leben mit meistens gutem Geld, beziehungsweise können das Geld, was wir haben, sehr umfangreich verteilen, weil viele Produkte gar nicht mehr in Deutschland hergestellt werden, sondern in anderen Ländern. Und dadurch profitieren wir von niedrigeren Löhnen woanders, sodass man sich mehr gönnen kann. Der neue Fernseher wird nicht gekauft, weil der alte kaputt ist, sondern weil der neue eine größere Bilddiagonale hat oder flacher. Die neue Hose wird auch nicht gekauft, weil die alte kaputt ist, sondern weil sie einen neuen Trend gerade mitnimmt und man gerne dazugehören möchte. Und das sind eben die Punkte, wo wir am Ende mehr konsumieren. Auch beim Essen wird öfters mal was übrig gelassen. Die Portion war zu groß, dann lässt man es liegen, aber das ist alles transportiert worden, vorher angebaut. Und ja, es ist einfach zu günstig, auch wenn wir alle das Gefühl haben, wir haben immer noch zu viel Monat am Ende des Geldes übrig. Aber es ist trotzdem zu günstig. Wir können uns zu viel Zerstörung leisten, leider. Aber interessant ist ja, wenn die USA noch schlechter sich da verhalten als wir, da liegen im weltweiten Ranking liegen wir auf Platz 5, die USA auf Platz 1. Das heißt aber doch, Frau Jakob, wir, die Industrieländer, verbrauchen einfach auch mehr als jetzt ärmere Länder. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, das ist richtig. Aber umgekehrt wollen wir ja vielleicht nicht leben wie im Urwald am Amazonas. Naja, das müssen wir auch nicht. Also es geht einmal darum, wir haben ja einen wahnsinnigen Überfluss. Also es wird ja oft konsumiert, weil man irgendwie mit Werbung bombardiert wird und dann irgendwie denkt, ach Mensch, vielleicht ist das neue Handy doch besser als das alte, obwohl das alte halt noch gut geht. Oder was der Kollege von Greenpeace gesagt hat, dass Kleidung, da geht es um Modetrends und nicht darum, ob die Klamotten noch getragen werden können. Dann kommt dazu, dass ja schon bei der Produktion von Produkten mittlerweile eingebaut ist, dass sie früher kaputt gehen. Das heißt, ich hatte auch mal einen Drucker, der hat irgendwann einfach nicht mehr gedruckt, von heute auf morgen. Und dann ist es wirklich billiger, einen neuen zu kaufen, als den reparieren zu lassen, weil das kostet genauso viel. Und dann denkt man sich natürlich, Mensch, dann nehme ich vielleicht doch lieber den neuen, der irgendwie ein bisschen besser ist vielleicht. Das heißt, wir haben sehr viel Konsum, der uns eigentlich überhaupt nichts nutzt. Weil wenn ich einen guten Drucker habe, der länger läuft, dann habe ich ja genauso viel Lebensqualität, wie wenn ich nochmal einen neuen kaufen muss, beziehungsweise noch mehr, weil ich mir das Suchen eines neuen Druckers spare. Und ich denke, da kann man schon ganz viel machen, dass man wirklich guckt, dass die Sachen, die produziert werden, eine Qualität haben. Dann können die auch teurer sein, weil dann muss ich sie ja nicht so oft neue kaufen. Und dann muss ich mich wirklich auch fragen, all das Zeug, was ich habe, führt das wirklich dazu, dass es mir besser geht? Ist das wirklich Wohlstand?
Viele Leute klagen darüber, dass sie keine Zeit mehr haben, dass sie ständig gestresst sind. Wir haben viele Leute, die unter Burnout leiden, weil sie so auch im Arbeitsstress sind. Und da muss man sich schon mal fragen, muss man nicht auch Wohlstand anders definieren und sagen, es kann auch sehr viel Wohlstand sein, wenn ich genug Zeit habe, um mich mit Freunden zu treffen, mich um meine Familie zu kümmern und so weiter. Aber gleichzeitig ist es doch irgendwie absurd, das muss ich Sie jetzt als Umweltministerin fragen, wenn der industrielle Fortschritt unseren Planeten kaputt macht, dann läuft ja irgendwie was falsch. Sind wir dann zu doof, um den industriellen Fortschritt durch Technologien auszugleichen, die die Erde schonen? Also die These ist jetzt nicht ganz falsch, aber man sollte sie eher positiv drehen. Ja? Also ich denke, es gibt heute wirklich viel Technik, viel Wissen, viel Innovation und wir können das ändern. Also man muss da nicht in Depressionen verfallen, sondern es gibt Möglichkeiten, anders zu leben, anders zu produzieren. Und na klar, wir verbrauchen unwahrscheinlich viele Ressourcen. Das stimmt. Und das ist auch allein daran zu sehen, dass wir in ganz wenigen Generationen sozusagen, das fing an bei meiner Urgroßmutter, mit dem Industriezeitalter oder der vollen Blüte des Industriezeitalters, wo wir die ganzen Erdölvorräte und fossilen Brennstoffe, die ja über ja, Millionen angereichert wurden in der Geschichte, in der Erdgeschichte, dass wir die alle verbraucht haben. Fast, ne? Ist noch ein Rest da. Aber damit auch hier die Jüngeren was noch abkriegen, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Und darum ist das auch so wichtig, nicht nur wegen dem Klima, auch, ja, dass wir mit unseren Ressourcen anders umgehen. Und darum ist dieses Thema Plastik auch so interessant. Wir verbrauchen da 320.000 solche Kaffeebecher, Einwegbecher, nicht die, in der Stunde. Das muss man sich beobachten. Moment, können Sie die Zahl nochmal sagen, wie viel? 320.000 Becher in der Stunde werden in Deutschland weggeworfen an Einwegbechern. Das läppert sich dann ganz schön. Und wenn man sich überlegt, in was, dass so viele Lebensbereiche ja ähnlich gehandelt wird, ne, da ist das einfach schon entscheidend, wie wir als Akteure in Deutschland in der Industriegesellschaft handeln für andere Menschen in der Welt. Und da haben wir noch eine Menge umzusteuern und da gibt es auch positive Ansätze, um das gleich zu sagen. Das ist übrigens eine Mainzer Firma. Die macht echte Rezyklate, das heißt, es ist wirklich wiederverwendet aus Plastik. Und damit kann man schon. Sie meinen jetzt die Verpackung, nicht das Spülmittel, was da drin ist? Nee, ich meine die Verpackung. Okay. Das ist übrigens auch ökologisch, ja, was drin ist. Aber auch in der Verpackung kann man dann unglaublich viel Erdöl beispielsweise sparen. Also diese neuen Ansätze müssen wir einfach befördern auch. Aber zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass wir gerade in Deutschland Spitzenreiter sind im Müll produzieren. Absolut. Wir machen Müll ohne Ende. Was fällt denn bei Ihnen auf einem Bauernhof? Da fällt wahrscheinlich weniger Müll an, als in einem ganz normalen Haushalt der Menschen, die hier hocken. Oder, Herr Groß, wie ist das? Sie schmeißen alles auf den Misthaufen. Nein, das haben wir im Grunde noch nie gemacht. Wir tun auch schon, was an Müll anfängt, Verpackungen schon auf die richtigen Wege bringen. Größere Betriebe, die kriegen Futtermittel, Düngemittel lose angeliefert. Kleine Betriebe kriegen das noch abgepackt in Säcke. Und wir versuchen auch schon, absolut wenig Müll zu verursachen. Das hängt beim Einkauf ab und das hängt auch oft von Größe ab. Und von dem Engagement des Betriebsleiters und ich sage immer von der Familie. Aber ich würde gerne noch mal bei der Familie bleiben, weil Sie haben ja jetzt Ihre Urgroßmutter, glaube ich, angesprochen, Frau Höfken. Und Sie haben vorhin, Herr Groß, gesagt, es kommt auch auf unseren persönlichen Konsum an. Also was werfen wir alles weg? Und da bleibe ich mal bei der Ernährung. Also ich unterstelle jetzt mal, dass bei Ihnen zu Hause früher Essen nicht weggeworfen wurde, oder? So war es nicht nur bei uns, in den allen Familien im ländlichen Raum. Da fällt mir immer so ein Satz von einem älteren Bauer ein, Nebenerwerbslandwirt, der sagte früher schon, vor 30 Jahren, sie wären nie arme Leute gewesen. Sie hätten jeden Tag Fleisch um den Tisch gehabt, außer werktags. So, das sagt vieles aus. Die Leute konnten sich einmal die Woche einen guten Braten leisten, den sie auch brauchten. Und es wurde in der Großfamilie gekocht. Die Mutter, die Oma, die hat so viel Positives im Kochen gemacht. Die hat
kam keine Geschirrspülmaschine, es wurde abgewaschen mit der Hand. Ein Kollege hat erzählt, Kleidung, es wurden noch Knöpfe angenäht, es wurden noch Hosen geflickt und das ist heute ja alles nicht mehr. Heute wird geguckt und wird neu gekauft und ist ja schick, ist ja billig und wir leben eben so und das soll uns an für sich, muss uns bewusst werden. Und deshalb bin ich so ganz stolz, dass den heutigen Tag eine Schulklasse so vorbereitet. Also die Schülerinnen und Schüler, ihr seid die Zukunft auf unserem Planet. Ihr seid ganz wichtig und ich finde es ganz gut, dass Sie den Tag hier so gestalten und vorbereitet haben. Laura, gib uns doch bitte mal einen Einblick. Was glaubst du, werden hier oft Pausenbrote weggeschmissen? Also wenn ich so ab und zu mal in die Mülltonnen auf dem Boden oder sonst was gucke, denke ich schon, dass halt echt extrem viel weggeworfen wird, was halt auch, sage ich jetzt mal, gerade frisch gekauft worden ist oder sonstiges. Nur weil es mal ganz kurz auf den Boden gefallen ist, heißt es ja nicht direkt, dass man das nicht nochmal aufheben kann. Und wie ist es bei euch zu Hause? Also der Klassiker sind ja, das kennen wir alle, Essensreste, man hat irgendwo hinten im Kühlschrank noch eine Wurst liegen, oh, die hatte ich ganz vergessen, die muss ich dann wegschmeißen. Kennst du sowas? Also bei uns zu Hause ist es schon, dass wir ab und zu Sachen wegwerfen, aber im Allgemeinen ist es so, dass wir auch Sachen, die eigentlich schon abgelaufen sind, auch noch essen, weil es ist nur Mindesthaltbarkeitsdatum, also es ist nur mindestens bis dahin haltbar, aber man kann es ja trotzdem noch essen. Ich meine, das ist ja nicht schlecht. Vor allen Dingen sieht man ja auch, ob es schlecht ist oder nicht. Und ja. Ganz wichtiger Punkt, oder? Also diese Geschichte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, also ich muss sagen, ich nehme das so begrenzt ernst. Klar, wenn man einkauft, guckt man mal drauf, aber ansonsten mache ich halt, keine Ahnung, wenn ich einen Joghurt habe, mache ich auf und gucke. Dann rieche ich dran und dann probiere ich es. Und in der Regel gerade sowas wie Joghurt oder weiß ich nicht, sowas wie Knäckebrot oder viele Sachen, die sind ja immens länger haltbar als dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Und ja, das denke ich, ist schon traurig, wenn wirklich einfach so ein Datum, weil es nicht genug reflektiert wird, nicht genug Infos da sind, dann wirklich dazu führt, dass Leute viel Sachen wegwerfen. Es kam in der Vorbereitung die Frage auf, ich würde gerne noch beim Müll und speziell beim Plastikmüll bleiben. Frau Höfgen, warum produzieren wir überhaupt so viel Müll? Warum ist das überhaupt so? Weil wir, wenn wir in den Supermarkt heute gehen, es ist alles eingepackt. Die Gurke. Die hat irgendjemand in der Vorbereitung gesagt, hier von den Schülern, die Gurke war früher nie eingepackt. Warum ist das alles eingepackt? Ja, wenn wir da jetzt nochmal bei dem Beispiel Ernährung bleiben. Ich bin ja von meinem ursprünglichen Beruf, bin ich auch Landwirtin, 4 Jahre groß und habe auch früher Schweine und viele Hühner und andere Tiere produziert, nennt man das in landwirtschaftlichem Sprachgebrauch. Und da sehen wir, dass wir allein etwa 30 Millionen Hektar EU-weit an Futtermittelfläche in anderen Ländern, oft auch in armen Ländern, besetzen, damit wir unsere Futtermittel von dort importieren. Dafür werden dann hier Schweine gezüchtet, wo der Bauer dann nichts kriegt für das Schweinefleisch und für die Ergebnisse seiner Arbeit, wo wir aber weit über unseren Bedarf produzieren. Ja, das Ganze wird dann in die Länder wiederum der ärmeren Länder gedrückt, der ganze Überschuss, und macht da die Märkte kaputt. Und darum ist es auch so wichtig, wie wir uns ernähren. Und Deutschland ist halt das Land mit den billigsten Lebensmitteln und den teuersten Küchen. So, und da muss man wirklich drüber nachdenken, abgesehen davon, dass bei Ihnen auch pro Kopf, ja, Sie geben ungefähr 200 bis 250 Euro pro Jahr, schmeißen Sie weg. Ja? Das ist das, was dann in die Tonne wandert. Und da kann man für das Geld, kann man doch richtig gute Lebensmittel kaufen und den Leuten für ihre Arbeit dann auch was geben und sich gut ernähren. Ich glaube, mehr muss man gar nicht tun, als sich einfach nur gut ernähren, nicht so viel wegwerfen und einfach das Ganze in Maßen. Ja, und warum machen wir diese ganze Wahnsinns, Überflussgesellschaft?
Natürlich auf der einen Seite, weil wir darauf unsere Gesellschaft aufgebaut haben. Ja, das ist eine Konsumgesellschaft, das ist ja schon angeklungen. Und andererseits, weil natürlich auch unser Wohlstand auf diesem Export beruht. Ja, wir nutzen die Rohstoffe anderer Länder und exportieren dann, das ist unser Wirtschaftsmodell. So, und da müssen wir Wege finden, wo wir eben in eine Nachhaltigkeit kommen. Und ich bin aber auch nicht so pessimistisch. Ich denke, das geht in vielen Bereichen. So eine Flasche ist einfach ein Beispiel. Die ist übrigens noch ganz selten. Ja, das muss man auch dazu sagen. Aber die Möglichkeiten sind ja doch verstärkt da. Und wir müssen es tun für den Klimaschutz. Auf den kommen wir auch noch, auch auf den Klimawandel. Aber an dem Punkt möchte ich gerne mal bleiben, Herr Groß. Wenn jetzt, wir haben September, Mitte September, die Apfelernte ist super in diesem Jahr. Wenn jetzt jemand Äpfel aus Chile kauft, dann geht Ihnen doch der Hut hoch, oder? Da haben Sie recht. Wir hier im Westerwald bauen wenig Obst an. Wir haben viel Streuobstwiesen, aber zum Essen werden relativ wenig hier angebaut. Aber ich habe guten Kontakt zu den Äppelbauern am Rhein und auch in der Grafschaft. Ja, denen geht der Hut hoch, da haben Sie recht. Sie haben unterschiedliche Produktionsvoraussetzungen in Chile oder auch oft in Italien. Italien hat zum Beispiel keinen Mindestlohn. Die kriegen oft noch Leute, die ernten und schlafen nachts unter der Folie, unter der Plane. Und in Deutschland haben wir, Gottlob, einen guten Standard. Das muss man sagen, einen guten Standard. Die Erntehelfer haben Mindestlohn, alles richtig, nur unsere Kollegen müssen konkurrieren mit den anderen, muss man sagen. Aber das Verrückte ist ja, das bedeutet gar nicht unbedingt, dass jetzt, wenn ich auf ein regionales, saisonales Produkt gucke, nämlich den Apfel, der ist ja im Moment gar nicht teurer, wenn er von hier ist, sondern im Zweifel ist er sogar günstiger, wenn ich den jetzt im Moment kaufe. Das Entscheidende ist doch, dass ich die Sachen dann kaufe, regional, wenn sie zur Verfügung stehen, oder? Dann muss ich den, gucke ich Sie jetzt nochmal an. Wie handeln Sie das, weil Sie ja bewusst auf Ihre Ernährung achten? Ja, also saisonal und regional ist das Beste, was man machen kann. Wenn das noch biologisch verfügbar ist, biologische Landwirtschaft, ist das noch ein Schritt mehr, um eben auch Böden zu schützen, weil dann keine Pestizide zum Einsatz gekommen sind. Und die Art und Weise, dass wir Südfrüchte essen können, ist natürlich toll, aber man sollte sich fragen, wie viel wirklich und was kann ich mit Einheimischen. Und wenn Sie jetzt einkaufen gehen, kaufen Sie dann, haben Sie dann einen Beutel dabei oder wie machen Sie das? Lassen Sie sich die Sachen einpacken oder? Ich habe in meinem Bio-Supermarkt angefangen, als es immer noch diese kleinen Abziehtütchen gab, die nicht zu nehmen, sondern das Obst einfach auf das Band zu legen. Man hat es mitgemacht, hat mich nicht gezwungen, dass es anders geht. Man kann jetzt auch solche wiederverwendbaren Beutel kaufen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil das aufs Bandlegen akzeptiert wird. Und es gibt mittlerweile drei verschiedene Stufen, die in der Kasse eingegeben werden. Tara 0 Gramm, wenn man keinen Beutel verwendet. Tara 2 Gramm, glaube ich, wenn man so ein Plastiktütchen verwendet hat. Und 7 Gramm, wenn man diese wiederverwendbaren Beutel mitbringt. Und das finde ich super, dass die Kassensysteme mittlerweile einfach das berücksichtigen, wie das Obst gekauft wird. Aber verrückt ist ja schon, seitdem die Plastiktüten was kosten, haben wir ja die Nutzung von Plastiktüten extrem runtergefahren. Also kleines mittelgroße Wirkung, oder? Was ist Ihr Eindruck, Frau Jakob? Ja, also es ist tatsächlich so, dass weniger Plastiktüten verwendet werden. Was natürlich fatal ist, dass gerade diese dünnen Plastiktüten am Gemüse, die sind halt noch da, die sind kostenfrei. Dann nehme ich mir halt im Zweifel welche von denen mit und packe da meinen Einkauf ein. Also weiß ich nicht, wie viele das machen, aber muss man nochmal genau gucken. Und gerade also bei den meisten Obst und Gemüse ist ja wirklich auch es vollkommen unsinnig, unbedingt eine Tüte haben zu müssen. Ich brauche halt ein Behältnis, wo sie reinkommen. Also ich kaufe auch schon immer irgendwie sowas wie Äpfel, ohne es in eine extra Tüte zu machen und packe das dann halt in meinen Rucksack oder meine Tasche, weil ist ja einfach völlig unnötig. Und ich glaube, da ist viel auch Gedankenlosigkeit dabei. Die Leute greifen halt zur Tüte, weil sie da ist. Wenn sie nicht da wäre, würden sie wahrscheinlich auch klarkommen. Ja. Also ich denke, klar, also übers Geld funktioniert unser System halt im Moment am meisten. Und dann muss man eben die Sachen, die umweltschädlich sind, eben auch entsprechend bepreisen. Mhm. Bitteschön. Sohn. Beim Einkaufen vor mir an der Kasse steht ein junger Mann, der die Plastiktüte nimmt. Ich biete ihm an, ihm die Papiertüte zu kaufen, damit er die Papiertüte nimmt und nicht die Plastiktüte. Und er besteht darauf, er braucht diese Plastiktüte.
Und ich muss gestehen, ich finde es für Deutschland ein Armutszeugnis, wenn Chile, wenn Ruanda, wenn Länder, die einfach ganz andere wirtschaftliche Voraussetzungen haben als wir, das hinbekommen. Und da wird immer ja die freie Wahl und so, aber wir werden nicht alle Menschen erreichen mit dem Denken. Und ich muss wirklich sagen, da erwarte ich mir von der Politik mehr. Frau Höfken, da muss die Politik mehr tun. Ja, das stimmt auch. Und ich bin ja grüne Politikerin, das heißt, wir haben eine lange Geschichte an Kampf gegen und für bestimmte Dinge, unter anderem für den Klimaschutz, gegen die Plastikvermüllung oder auch für eine bessere Landwirtschaft. Und natürlich bin ich auch weit davon entfernt zu sagen, Sie alle müssen irgendwas ändern. Ja, klar, muss man auch, aber letztendlich braucht man politische Rahmenbedingungen, das stimmt. So, und da ist einfach einiges Gutes passiert, ja. Wir haben tatsächlich eine Entwicklung, dass man in unseren Gewässern zum Teil wieder baden kann. Das war eine lange politische Entwicklung. Und wenn Sie, die Älteren wissen das vielleicht noch, das Thema saurer Regen. Ja, da sind dann die Leute auf die Straße gegangen für den Wald und haben tatsächlich auch erreicht, dass diese Schwefelbestandteile in den Kraftstoffen rausgekommen sind. So, viele Dinge, die kann man erreichen und daran muss man weiter arbeiten. Und was uns sehr wichtig ist, das ist auch übrigens das Thema Schulernährung. Ja, wir haben jetzt im Land Rheinland-Pfalz, unser Ministerium ist auch Ernährungsministerium, die Zielsetzung, dass wirklich Kinder und Jugendliche ein gutes Essen mittags bekommen in den Ganztagseinrichtungen. Und mehr werden ja Kinder und Jugendliche in Ganztagseinrichtungen sein. Übrigens auch die meisten Erwachsenen essen wahrscheinlich in der Kantine und nicht mehr zu Hause mittags, so ist das. Also muss man sich darum kümmern, dass da eine vernünftige Zusammensetzung ist und nicht etwa alles bloß aus Fertigfutter besteht. Und aber das ehrlich gesagt, ich meine, jetzt Energie erzeugt. Also klar, Sie sind, also solche Entscheidungen werden natürlich auch oft auf Bundesebene getroffen. Ich erinnere mich aber auch noch an die rot-grüne Zeit. Und Fakt ist einfach auch, wir hatten mal ein super Image, was Umwelt angeht und sind natürlich von diesem Umwelt-Weltmeister-Image weit entfernt. Wir werden das Klimaziel 2020 verfehlen. Ja, Rheinland-Pfalz hat ein Klimaschutzgesetz und wird seine Ziele erreichen. Es ist aber nur ein schwacher Trost, ja, weil wir sind ja nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und natürlich wollen wir, dass ganz Deutschland, dass ganz Europa diese Ziele erreicht. Und da kommen wir tatsächlich in die politischen Auseinandersetzungen. Es ist ja im letzten Jahr ein erneuerbare Energiegesetz auf Bundesebene erlassen worden, was jetzt einen Deckel draufsetzt auf die weitere Entwicklung des Ausbaus erneuerbarer Energien. Und das ist natürlich nicht positiv, sondern wir müssen darum kämpfen, dass wir so schnell und so gut wie möglich, wir wollen ja auch, dass das Ganze nachhaltig und umweltgerecht passiert, mit dem Ausbau der erneuerbaren vorangekommen. Sie kennen sicher die Diskussion um Windkraft. Aber wenn Sie jetzt mal gucken auf unseren Wald, ja, 73% unserer Bäume waren schon im letzten Jahr geschädigt. Ich glaube, wir kriegen einen ganz fürchterlichen Waldzustandsbericht. Den stellen Sie demnächst vor? Den stelle ich demnächst vor. Dann sehen wir, und zwar vor allem klimawandelbedingt. Da muss man einfach sagen, wer was für den Naturschutz und den Erhalt des Lebensraums Wald tun will, der muss auch für Windanlagen kämpfen. Und natürlich dafür, dass die richtig stehen. Aber das heißt, das sehr guter Punkt. Moment, genau. Moment. Das heißt aber, geben Sie uns jetzt schon einen kleinen Einblick, was steht drin im Waldschadensbericht? Ja, also ich weiß die absolute Zahl noch nicht, aber es wird einfach ein erschreckendes Ergebnis sein. Und wir haben einen sehr geringen Kronenzuwachs. Wir haben die Anfälligkeit der Bäume dann natürlich für Borkenkäfer und Ähnliches. Und da müssen wir einfach sehen, das ist ein wahnsinniger Schaden für die Natur, natürlich auch für die Waldbesitzer. Und wir müssen, Hambacher Forst ist gerade gefallen, ja, das ist unfassbar, was da an Umweltschäden herbeigeführt wird, übrigens auch aus Naturschutzsicht, und das, um wahnsinnig viel Treibhausgase in die Luft zu blasen. Für die Braunkohle. Für die Braunkohle. Und wir müssen wirklich auch aus der Kohle aussteigen. Da hinten war noch eine Wortmeldung. Entschuldigen Sie, Frau Höfgen, Sie sagten, dass jeder von uns 250 Euro in den Müll wirft, also halt jeder von uns, das wären ja Millionen von Geld, das wir wegschmeißen. Jedoch, warum wird das überhaupt zugelassen, dass von uns jeder 250 Euro wegwirft, wenn man das doch direkt in der Produktion eine Mindestgrenze setzen könnte?
wenn man am Anfang schon einen Punkt setzen könnte, anstatt am Ende? Wie meinen Sie das? Können Sie, oder haben Sie die Frage verstanden, da hinten im Dunkeln so ein bisschen? Wenn weniger produziert wird, also nur so viel, wie viel man wirklich auch braucht. Okay. Ja, das absolut zu begrenzen, da würden sich alle mit Händen und Füßen wehren und ich wäre wahrscheinlich auch nicht hier auf diesem Stuhl, sondern schon längst abgewählt. Aber es gilt halt über, ich sag mal, wirklich solche Kampagnen, wie wir machen. Wir haben eine große Ernährungskampagne, wie gesagt, Rheinland-Pfalz ist besser, wo jetzt jedem Kind, jeder Jugendlichen wieder vermittelt wird, was eigentlich Essen wert ist. Ja? Das heißt, dass man das über den Verstand erfasst. Und natürlich versuchen wir auch über die Gesetzgebung, den Leuten deutlicher zu machen, was ist eigentlich gutes Essen und was ist das nicht. Da wobei ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, es geht ja sogar noch über das Essen hinaus. Ja, da waren wir vorhin auch schon mal, wenn man an den Wertstoffhof fährt, gerade am Wochenende, ja, was da alles weggeschmissen wird, das ist der Wahnsinn. Ja, Sie wollten was sagen. Ja, ich wollte auch kurz noch Bezug nehmen auf die Frage. Also es ist ja so, dass die Handelsunternehmen auch an den Bauer gewisse Anforderungen stellen, wie groß muss der Apfel sein, wie schön rund und so weiter. Das heißt, er produziert auch Gemüse, was gar nicht erst für den Handel zugelassen ist. Und wenn wir dann selbst so eine Kiste haben im Supermarkt, wo wir uns die Äpfel raussuchen können, dann nimmt auch keiner die hässlichen. Wobei ich angefangen habe, jetzt die Bananen zu nehmen, die einzeln daneben liegen. Ich kaufe eigentlich keine Bananen, weil ich Südfrüchte reduzieren möchte, aber wenn da so eine einzelne angedötschte Banane oder zwei liegen, die schon aus einem Fünferstrunk weg sind, sage ich, die wird keiner mehr kaufen, die landen am Ende auf dem Müll, dann nehme ich sie. Das ist dann wieder meine Südfrucht. Und so mache ich es eben auch mit anderen Dingen, die dann teilweise an der Kasse sogar noch einen 50% Rabatt kriegen, weil die sehen, ach, wollen sie die wirklich kaufen? Die sehen auch so schlecht aus. Ich so, ja, ich will die haben. So kann man auch Müll vermeiden. Also der Handel muss offen sein für alle möglichen Formen und wir müssen offen sein, diese Form auch auszusuchen. Bitte schön. Ja, ich darf nochmal auf die Aussage von Ministerin Höfgen zurückkommen, dass zum Thema Windkraft im Wald und Klimawandel unbestreitbar ist der Klimawandel da. Und ich kenne aus eigener Anschauung die katastrophalen Schäden im Wald im Augenblick. Ich halte es aber allerdings für viel zu kurz gegriffen, zu sagen, wir müssen jetzt Windräder in den Wald stellen und retten dadurch das Klima. Punkt 1. Im Hambacher Forst wird berechtigterweise gegen das Roden von Wald gewettert oder demonstriert, berechtigterweise. Aber wir können uns auf der anderen Seite auch nicht leisten, unsere Wälder weiterhin dann auch aufzureißen und Windräder reinzustellen. Ich gebe zu bedenken, dass die Windkraft im Juli, glaube ich, dieses Jahres bei einer Effizienz lag von irgendwo 12%. Also das hat man also über 80% der Kapazität, auch des Materials, was man in ein Windrad hineinsteckt, die Ökobilanz eines Windrades müsste man auch mal betrachten, die liegt dann also nach meinen Augen etwas brach. Und grundsätzlich denke ich mir, wir machen wieder den Fehler, dass wir suchen wieder nach einer Technik, die angeblich jetzt plötzlich klimaneutral ist, die es aber nicht ist. Wir müssen grundsätzlich an unserem Lebenswandel etwas ändern und die Windkraft wird das Klima nicht retten. Das ist ein marginaler Anteil. Also nein, also Sie haben natürlich recht und das tun wir auch nicht. Wir brauchen einen Mix, ne? Von Solar, von Biomasse, von Energieeinsparung natürlich. Wir können unwahrscheinlich viel Energie einsparen. Allein diese Quecksilberdampfbeleuchtungslampen, die Straßenlampen, was die an Energie fressen, wenn man die ersetzt, haben wir ein Förderprogramm zu. Aber dafür stellen wir jetzt überall Heizstrahler auf, wenn es jetzt kalt wird, damit wir noch draußen sitzen können. Ja, aber auch da können wir ja natürlich andere Methoden nehmen. Wir haben ganz viele Dörfer. Der Westerwald ist ein bisschen Diaspora, das muss ich schon auch sagen. Was die Nahwärmenetze und Ähnliches angeht, der Hunsrück ist da wirklich... Ich komme aus der Eifel, ich komme also nicht aus Hunsrück. Also Hunsrück ist absolut vorbildlich. Ganz viele Dörfer im Rhein-Hunsrück-Kreis haben hier kommunale Klimaschutzkonzepte. Die werden auch unterstützt vom Land und funktionieren super. Das Geld kommt auch den Bürgern zugute. Da wird das für die Jugendlichen getan, für die Kitas, für die alten Menschen aus den Einnahmen. Aber es ist ein Mix aus Wind und Sonne und Biomasse, das ist richtig. Aber trotzdem will ich noch sagen, wir haben 42% Waldanteil in Rheinland-Pfalz. Das heißt, alles ist bei uns voll erwandelt. Wir können eigentlich nirgendwo was anders hinstellen, es sei denn auf den Acker. Da wäre auch nicht so gut.
Aber eine Windanlage braucht nur ein halbes Jahr laufen, um ihre sozusagen Erzeugungsemissionen wieder reinzukriegen. Und sie sind sehr effizient. Wir hatten auch beispielsweise am Anfang des Jahres die windreichsten Monate überhaupt. Aber wir wollen es ja kombinieren. Und Sie haben vielleicht den Begriff Sektorkopplung schon mal gehört. Oh, Himmels Willen. Wie bitte? Strom einsetzen für die Mobilität. Da haben wir noch viele Möglichkeiten, um uns positiv zu entwickeln. Ja, über die Effizienz kann man sehr streiten. Weil also natürlich müssen wir müssen massiv Energie einsparen. Das ist das Entscheidende. Nicht nur die Frage, wie erzeugen wir Energie, sondern wir müssen sie auch dringend einsparen. Und wie gesagt, nicht nur auf den Stromsektor achten, sondern eben auf die Wärme beispielsweise und den Verkehr. Stichwort Flugverkehr und Kreuzfahrtschiffe etc. Da wollten das sind wir, ganz unpopuläre genau, Themen. Da wollten wir, ja, nein, das haben die Schüler selber vorgeschlagen, Stichwort Reisen. Da kommen wir auch noch drauf. Bitte. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wir müssen immens Energie einsparen. Und das ist tatsächlich der Bereich in der Energie, wo am allerwenigsten passiert. Aber es ist kein Entweder-Oder, weil selbst wenn wir ganz viel Energie einsparen, brauchen wir trotzdem noch welche. Also es wird noch der Bedarf sein für elektrisches Licht, für elektrische Geräte, für Mobilität und so weiter. Wir haben Bereiche, wo dann der Strom zum Beispiel auch ansteigen wird, weil wir ja eben aus Benzin und so weiter wegkommen wollen. Deshalb warne ich immer davor, das so zu trennen und zu sagen, Windkraft macht doch auch Schäden, deshalb müssen wir doch jetzt erstmal Energie sparen. Wir sind im Klimaschutz wirklich so weit hinten dran, dass wir alles machen müssen, was geht. Und dazu gehört eben auch, so schnell wie möglich, natürlich mit Bedacht und mit Prüfungen auf Erneuerbare umzusteigen, weil wir haben einfach keine Alternative, wenn wir nicht wirklich auf Energie vollständig verzichten wollen. Und das sehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Herr Brade. Ja, ich würde auch gerne mal kurz darauf eingehen. Es sind viele Puzzleteilchen, die genannt werden, die zusammen erneuerbare Ausbau oder eben auch Energie sparen. Da bin ich auch ein großer Fan von. Das kann man halt direkt schon machen. Und das, was wir nicht machen sollten, sind Puzzleteilchen, die nicht passen, wie zum Beispiel Braunkohle und Wald abholzen, was zwei schlechte Puzzleteilchen sind, die immer noch auf Biegen und Brechen anbauen, wie der Hambacher Forst genannt wurde, da war ich heute Morgen auch noch mal und habe mir das wieder angeguckt. Jeder, der die Chance hat, sollte, und die Chance könnte in einem Monat vorbei sein, da mal vorbeifahren und gucken, wie das wirklich abläuft, damit man nicht nur die Pressemeldung hat, wo dann eben die schlimmen Ausraster erzählt werden, sondern eben auch die friedlichen Menschen, die da demonstrieren. Aber es ist eben nicht so eine spannende Headline, glaube ich, für die News. Und deswegen geht da hin, schaut euch das an und macht dann sogar zu Hause noch den Energiewechsel komplett, indem ihr zu einem wahren Ökostromanbieter wechselt. Mich würde interessieren, im Bereich Landwirtschaft, Herr Groß, inwiefern spielt da Energie für Sie eine Rolle? Haben Sie da, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja Solar auf dem Dach, wer weiß? Wir haben kein Solar auf dem Dach. Ich fange mal an. Vor 15 Jahren zogen Gruppen durch die Republik und haben uns erzählt, den Landwirten erzählt, noch Waldbauern erzählt, die Energie, die wir in Zukunft brauchen, die wächst auf der Fläche. Und dann haben sie Gesetze gemacht, die fern vom Markt sind. Und dann haben noch viele Bauern, zwar hier im Kreis Altenkirch sind nur zwei klassische Biogasanlagen, aber im Norden und im Süden sind viele Biogasanlagen gebaut worden. Wir sind, oder Bauern sind dem Trugschluss aufgelegen, muss ich so sagen. Biogasanlagen, kleine, die gespeist werden von Tierbeständen, von Gülle und wo noch wenig zugesetzt werden muss, die sind effizient, muss man sagen. Und die Großen haben einen politischen Preis. Und das, was da installiert worden ist, fällt uns anderen Bauern, die Nahrungsmittel produzieren, richtig auf die Füße. Die Pachten sind hochgegangen und die anderen Bauern müssen für den globalen Lebensmittelmarkt produzieren. Und ein Vorteil hat natürlich dieses Biogas. Biogas ist das ganze Jahr und Tag und Nacht zur Verfügung, muss man sagen. Und das ist das große Problem von den anderen Energien. In Gebertshain sind vor 10 Jahren mal auch Windräder installiert worden, da gab es auch Widerstände. Und ein Handwerker hat mir mal gesagt, ich arbeite in Steinebach, da ist gar nicht weit, das Kabel zu verlegen. Und wenn ich dann morgens aufstehe und die Windräder drehen sich nicht, da brauche ich nicht zur Arbeit zu fahren. Da
Das hat mir mal ein Handwerker gesagt. Und wir müssen, meine ich, die Energiewende müssen wir vollziehen, ohne Frage. Wir müssen es nur mit Bedacht machen. Wir dürfen nicht glauben, das eine ist Photovoltaik oder Windkraft. Wir müssen einen Mix haben und wir müssen das so produzieren, auch so Windräder aufstellen, wie wir den Strom abnehmen können. Und nicht mal glauben, wir haben viel Windräder stehen und können im Grunde mit dem Strom noch gar nichts anfangen. Das ist meine Meinung. Hier gab es noch eine Wortmeldung. Ja, guten Abend, danke. Mein Name ist Ingo Reichert. Ich wollte nochmal auf das Thema Kunststoffrecycling oder Kunststoffverwertung zurückkommen. Wunderbare Beispiele, die Sie da mitgebracht haben. Die Plastikflasche, ich gehe davon aus, PET-Flasche für das Spülmittel und die Plastikbecher. Ich selber beschäftige mich mit Kunststoffrecycling und baue selber Maschinen, um Kunststoff zu recyceln. Eine habe ich hier dabei. Und da arbeite ich auch mit der August-Sander-Schule hoffentlich bald zusammen, vor allen Dingen auch mit der Jugendkunstschule Altenkirchen, mit dem Axel Wiegand, dort Projekte zu machen, Kunststoffrecycling 2.0. Da muss man vielleicht kurz erklären, dass für alle, die es nicht wissen, also die Schule hat auch mal so ein Kunstprojekt gemacht, aus Müll, Kunstprojekte, genau. Aus Müll, Upcycling, es sind Kleidungsstücke hergestellt worden, es sind Kunst, ich glaube sogar ein Sessel, ja. Ein Sessel, ja genau. Und der Axel Wiegand hat mich angesprochen, beziehungsweise in Kontakt gekommen. Ich habe hier diese Maschinen, bin dabei, die Maschinen zu bauen. Und ich nehme einfach ganz normalen Haushaltsplastik. Der wird geschreddert, extrudiert und daraus entstehen neue Produkte. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch hier in der Region, im Landkreis Altenkirchen. Könnte es sein, dass es auch sehr auf Gegenliebe stößt, dass eben der Kunststoff, den der Haushalt benutzt, recycelt werden kann. Aber das klingt so banal, das klingt so einfach. Es ist doch banal. Aber wenn es doch so einfach wäre, warum hat dann nicht jeder so ein Gerät zu Hause? Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Weil die Gesetze vielleicht auch fehlen. Weil die Gesetze fehlen. Zum Beispiel. Okay. Und auch vielleicht, weil das Wissen nicht da ist. Aber was kommt denn dann da unten bei Ihrem Gerät raus und was mache ich dann damit? Also das hier ist ein Extruder, der produziert eine Wurst, eine Plastikwurst. Achso, ich dachte schon gerade an die Bauernwurst. Nein, eine Plastikwurst. Es ist wie ein Fleischwolf, so kann man sich vorstellen. Und aus dieser Plastikwurst kann ich dann alle möglichen Sachen machen. Ich kann es um einen Körper drum wickeln und habe dann einen Korb oder einen Lampenschirm oder eine Seifenschale oder was auch immer. Ich kann auch die Schnecke rausnehmen und dann habe ich eine Spritzgießmaschine und kann vorne ein Werkzeug dran machen und kann ich ein Brillengestell aus Spritzguss machen. Und ich kann damit diese Polyethylenfolie recyceln und Polypropylenfolie, die in der Landwirtschaft benutzt wird, um Ballen einzuwickeln oder andere aber Sachen. Aber dann sind wir doch trotzdem aber an dem Punkt und da komme ich dann doch ins Stutzen. Es ist ja jetzt gerade ein Projekt losgegangen, Ocean Cleanup. Ja, das haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen, wo dann im Pazifik mit so einer schwimmenden Wand das Plastik zusammengetrieben wird. Es gibt andere Projekte, Pacific Garbage Screening, so ein Plastikfilter. Aber sind das die Lösungen? Also haben wir nicht einfach doch zu viel Plastik? Also einen Punkt dazu. Ich würde gern. Warum ich das mache? Ja. Ich möchte das Plastik, was da ist, weiterverwenden. Bis dann die Lösung kommt, den Plastik zu reduzieren im ersten Schritt. Genau. Und meine Frage ist, was passiert mit dem Plastik, das aus dem Meer eingesammelt wird? Genau. Das weiß ich nicht. Das soll recycelt werden, aber eigentlich dürfte es doch gar nicht erst da reinkommen ins Meer. Richtig. Das wäre doch eigentlich der Ansatz, oder? Ja, also grundsätzlich ist Plastik oder Kunststoffe ein sehr toller Stoff, weil er halt leicht ist und sehr langlebig. Und das sollten wir nutzen, aber eben nicht für Produkte, die man nur einmal verwendet und dann landen sie im Müll. Das ist einfach der Grundfehler. Das Separieren ist eigentlich immer schwierig, das Trennen, aber mit ein bisschen Aufwand kann man das alles hinkriegen und dann kann man das eben auch sortenrein wieder aufbereiten. Und wenn es hilft, diese ganzen Sachen, die da gerade in den Meeren stattfinden, ist eine tolle Sache, erhöht die gesellschaftliche Relevanz, die Leute kriegen es mit, stellen fest, ach ja, vielleicht sollte ich auch ein bisschen weniger Plastik verwenden und ich glaube, das ist auch nichts, wo sich jemand in seiner Freiheit beschränkt fühlt. Beim Fleischessen kann man darüber diskutieren, ja oder nein. Aber beim Plastik ist, glaube ich, jeder, da sagt keiner nein, ich finde das so geil, immer diesen Einwegbecher jeden Tag neu zu kaufen und dann wegzuwerfen. Das ist Lebensfreude für mich. Und
Das ist der erste Einstieg in Umweltschutz und dann geht man die Themen nacheinander an und entwickelt Motivation, merkt, das Leben geht immer noch weiter und sogar glücklicher, weil ich endlich aktiv was dazu beitrage und nicht irgendwie so ein zombie-mäßiger Mensch bin, der nur Werbebotschaften ablebt. Auf jeden Fall haben Sie mich neugierig gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch Frau John neugierig gemacht haben. Sie kommen bestimmt ins Gespräch, wenn das nicht eh schon stattfindet. Bitte schön, du hast eine Frage. Welche Alternativen gibt es denn heutzutage auch für Plastik? Ja, Frau Höfgen? Also es gibt natürlich, also man muss vielleicht nochmal wirklich sagen, so eine Art schrittweise Entwicklung braucht man vielleicht im Kopf. Ja, natürlich ist irgendwo Plastik in unserer Wirtschafts- und Lebenswelt irgendwie ziemlich drin, aber erstmal das Einweg wegzukriegen, das wäre schon mal ein riesiger Schritt. Und darum machen wir jetzt gerade als Land so eine Initiative mit solchen Bechern, ja, dass da Mehrwegsysteme in den, bei den Großbäckereien oder den Kaffeeverkäufern oder so entstehen, damit man die Becher wieder abgeben kann oder auch mit dem eigenen kommen kann. Das heißt Becherbonus. Mit sowas wollen wir jetzt demnächst starten. Hessen hat das auch gemacht mit diesem Becherbonus. Und so, dass da schon mal eine Möglichkeit besteht. Und dann diese vielen Tüten und so, das kann man drauf verzichten. Da gibt es eben Textilien, die man benutzen kann, also Stofftüten, dieser berühmte Spruch, Jute statt Plastik, das gibt es. Es gibt jetzt auch die Initiativen der Europäischen Union. Und da muss man sagen, da gibt es auch viele gute Sachen. Eben in Europa, da muss man mal drauf gucken, die haben beschlossen eine Plastikstrategie und verlangen jetzt auch viel höhere Mehrwegquoten, als wir haben, was auch für Deutschland mal ein Anreiz ist. Aber und die Mehrwegquote ist aktuell gerade zurückgegangen, habe ich gelesen. Also ja, irgendwie aber auch da lassen EU, wir nach. Wenn das durchkommt, das muss jetzt ja alles noch beschlossen werden und da müssten sich die Mitgliedstaaten auch, also auch unsere Bundesregierung dafür aussprechen, aber die EU hat das vor, diese Mehrwegquoten deutlich zu steigern und die verbietet jetzt mit ihrer Plastikstrategie jetzt auch mal diese ganzen Stäbchen zum Rühren oder die Luftballonhalter und Ähnliches. Und dann finden Sie sehr schnell, der Kollege hat ja auch sowas mit, so ein Ding, Alternativen aus Holz, aus recyceltem Plastik, aus anderen Materialien, die dann zur Verfügung stehen. Insofern gibt es schrittweise sehr viele Ersatzmöglichkeiten. Aber also, wie gesagt, es braucht auch die gesetzliche Absicherung, dass nicht immer das Einweg auch noch belohnt wird. Um auf deine konkrete Frage einzugehen, die Alternative hat Christoph Prade dabei für den Plastikstrohhalm zum Beispiel. Genau, das war ein Restaurant, wo ich im Urlaub war und die haben Metallstrohhalme angeboten und das fand ich total genial und glücklicherweise haben sie die dann eben auch noch verkauft, sodass ich mir direkt einen mitgenommen habe. Und das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Freundin, ein ja, Spork, Spoon und Fork, also Löffel und Gabel in eine mit so einer kleinen Schneidekante, habe ich immer dabei in so einem kleinen Säckchen in meinem Rucksack. Und wenn ich dann doch mal unterwegs Hunger habe und mir was holen möchte, dass ich dann eben nicht Einweg-Plastikgeschirr mitnehmen muss. Aber könnte ja auch wieder Stroh sein, ne, Herr Groß? Da hinten gibt es noch im Dunkeln eine Frage. Da ist ein Arm ganz nach oben, ganz da. Das Mikro kommt. Ja, was ich auch halt finde, ist, diese Idee ist gut, die Sachen aus dem Meer zu holen. Nur dann landen sie wie, nur wieder irgendwie auf dem Schrottplatz oder so oder auf einem Metallplatz oder sowas. Was ich cool finden würde, zum Beispiel, wenn das Plastik dann halt in wiederverwertbare Dinge wirklich eingesetzt wird, wie zum Beispiel halt diese Gabel, Löffel und Messer in einem. Was ich aber auch finden würde, zum Beispiel so Wegwerfsachen, die braucht man halt auch mal, wenn man dann zum Beispiel darauf irgendwie so eine Extrasteuer legen würde, aber halt auf so Sachen zum Beispiel so Trinkflaschen für die Schule halt dann nicht, weil man die halt wirklich öfters benutzen kann und dass es auch irgendwann mal eine Lösung gibt, wenn sowas zum Beispiel kaputt geht, dass man das auch wieder flicken kann. Ja, danke, das ist ein guter Hinweis von dir. Ihr habt in der Vorbereitung auch über das neue Verpackungsgesetz gesprochen, das ab 01.01.2019 greift. Das ist, ich habe versucht, es zu verstehen. Ich finde es schon mal gleich irgendwie kompliziert, aber vielleicht kapiere ich es dann, wenn es da ist. Aber eine Plastiksteuer, Frau Höfgen, wäre eine Plastiksteuer eine Möglichkeit? Ja, es ist jetzt nicht nur eine Idee der Grünen, glücklicherweise, sondern auch die von dem EU-Kommissar Oettinger. Ja, der ist von der CDU. Genau. Der aber auch gesagt hat, hier diese ganze Vermüllung der Meere, das muss einfach gestoppt werden.
Ich meine, was da mit dem Wasserlebewesen passiert, das haben wir inzwischen alle kapiert. Und dass irgendwie Mitte des Jahrtausends mehr Plastik im Wasser ist als Fische, das wird uns auch langsam bewusst, also muss da was getan werden. Also es ist eine ganz gute Idee, auch mit Steuern und Abgaben auch sowas zu steuern und zu beeinflussen. Das funktioniert ja auch, wie wir an den Tüten sehen. Die neue Plastikgesetzgebung ab 1.1. ist mal ein erster Schritt. Ja, leider Gottes kein so richtig großer. Immerhin ist da drin zum Beispiel, dass wenn wirklich recycelt wird und die Stoffe recyclingfähig sind, dass dann weniger vom Hersteller gezahlt werden muss an diese Abnehmsysteme wie Grünen Punkt und Ähnliches, eine gewisse Marktwirtschaft da drin. Und ja, so geht man halt ein Stück weit immer, ich hoffe, nach vorn. Aber diese neue Gesetzgebung ist jetzt schon ein bisschen überholt und müsste dringend wieder angepackt werden. Greift aber erst ab 1.1. Jetzt der Herr hier vorne. Ja. Wir reden dauernd über das Plastik, das man sieht. Ich möchte noch als neuen Aspekt mit einbringen, das Plastik, das man nicht sieht, also das Mikroplastik. Warum muss Plastik im Shampoo sein? Warum muss Plastik in der Zahnpasta sein? Und da möchte ich auch nicht als jemand, der im Laden steht, jede Packung durchlesen müssen. Da erwarte ich von der Politik, und das ist ja für uns alle nicht notwendig, dass da Plastik überall drin ist, dass man von der Politik wirklich den Strich drunter zieht und sagt, das darf nicht mehr sein. Und da erwarte ich, dass Sie einfach das auch mal beschließen und nicht nur immer eine Arbeitsgruppe nach der anderen einrichten. Es gibt so viele Dinge, die wir schon jetzt wissen und die man einfach machen kann, ohne jeden Verlust an Lebensqualität. Also da muss ich jetzt doch aber ganz vorsichtig sagen, dazu braucht man natürlich auch Mehrheiten. Es ist eine unserer Forderungen, ja, ist aber eben nicht beschlossen worden. Aber die Hoffnung ist, es ist im Plastikpaket in der Kunststoffstrategie der EU drinne und da hoffen wir, dass diesmal die Einsicht größer ist. Aber die Mehrheiten muss man auch haben und dafür sind halt Wahlen da. Darf ich noch kurz was zur Mehrheit sagen? Es gibt ja mittlerweile viele Online-Anbieter, die legal Filme zeigen und da gibt es viele Dokumentationen bei einem der marktführenden Unternehmen. Da würde ich Ihnen vorschlagen, ohne Werbung zu machen, mit Ihren ganzen Politiker, Freunden, Kollegen einen Filmabend zu machen und den Film A Plastic Ocean anzugucken. Danach sollte es keine Diskussion mehr geben, ob man eine Mehrheit findet oder nicht. Der Film macht es klar. Jetzt haben wir hier noch eine Wortmeldung. Ja, es wurde eben das Pacific Garbage Screening angesprochen. Mhm. Und soweit ich das gelesen habe, ist das größtenteils durch Crowdfunding passiert. Also es wurde gesammelt, ne? Genau, gesammelt. Online konnte man Spenden abgeben, sodass diese Projekte finanziert wurden. Warum, wenn wir unseren Plastikmüll schon in andere Länder exportieren, verkaufen, warum wird das Geld nicht wieder investiert, um gerade dieses diese Projekte auch mitzufinanzieren? Wäre das eine Möglichkeit? Wobei auch da haben wir jetzt, glaube ich, die falsche Politikerin auf dem Podium sitzen. Frau Höfken. Natürlich privatwirtschaftliche Verkäufe, die man dann nicht staatlich einfach einsacken kann. Abgesehen davon, also wir müssen mal gucken, ob das funktioniert. Aber es hat auf jeden Fall was ganz Tolles geschafft, dieser junge 24-jährige Holländer, der das gemacht hat, dass man jetzt wirklich verstärkt im Bewusstsein hat, dass was passieren muss. Und so, glaube ich, haben wir jetzt auch mehr Chancen, wirklich auch öffentliche Gelder für dieses Thema bereitzustellen. Wir haben übrigens in Rheinland-Pfalz unsere Gewässer untersucht und wir haben wirklich auch in allen Gewässern, also wir haben die ganze Rhein und Donau mit anderen, mit Bayern zusammen, die Gewässer untersucht, die ganzen Nebenflüsse und wir haben überall bis fast zur Quelle Mikroplastik gefunden. Das ist wirklich schlimm. So, ich würde jetzt gerne diese eine Frage hier noch zulassen und dann das Thema wechseln. Weil wir hatten ja in der Überschrift noch andere Aspekte. Bitte schön. Ja, ich wollte gerne mal auf EU-Normen zurückkommen. Ich meine, dass es neue Plastiknormen in der EU gibt, ist lobenswert. Aber solange man die Biogurke in Plastik einpacken muss, damit sie nicht kontaminiert werden kann mit den anderen, die daneben liegen, finde ich also EU-Regulatorien schon manchmal sehr, sehr merkwürdig. Von den Formen des Gemüses oder des Obstes mal ganz abgesehen. Also ich finde es schlimm, dass man Dinge in Formen pressen muss, damit es einer EU-Norm gehorchen muss. Also
Ich bin jetzt nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Meines Wissens ist die Gurkengeschichte eigentlich in der EU nicht mehr das Thema. Aber bitte, vielleicht Frau Jakob, kennen Sie sich aus? Also meiner Meinung nach gibt es diese Regelung nicht mehr, die Norm. Aber also meines Wissens ist es nicht so, dass die EU vorschreibt, dass Gurken in Plastik verpackt werden müssen, weil es gibt sie ja auch anders. Ich weiß, dass es das mal gab, aber also im Supermarkt ist nicht jede Gurke eingeschweißt. Nach meinem letzten Kenntnisstand ist es auch durchaus so, dass eben auch es gab ja mal diese Bestimmungen, welche Krümmungen erlaubt sind, das ist nicht mehr von der EU festgelegt. Da ist das Problem, dass das vom Einzelhandel gewünscht ist, weil es eben den dann Transport des Ganzen vereinfacht, weil ich die Gurken einfach besser in diese Kästen packen kann. Also das ist keine EU-Bestimmung mehr, es gibt diese Bestimmungen zu Krümmungen nicht. Es ist wirklich der Einzelhandel, der einfach kostenoptimiert guckt, wie er arbeitet und der dann auch noch glaubt, dass Kunden nur das tolle, hochpolierten Apfel einer bestimmten Größe haben will. Ich würde das gerne an euch, an die Schülerinnen und Schüler als Rechercheauftrag zurückgeben. Herr Berlin, sind Sie so nett und klären das in den nächsten Schulstunden, wie das mit der Gurke und der EU-Norm ist. Stichwort Insektensterben. Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, draußen im Foyer hat die Bienen-AG einen Honigstand, der total schön dekoriert ist. Vielen Dank, dass ihr den aufgebaut habt. Super. Ich habe schon ein Glas gekauft und ich möchte alle anderen auffordern, den Tisch leer zu kaufen nach der Veranstaltung. Stichwort Insektensterben. Herr Groß, auf Ihrem Hof sind da noch viele Insekten unterwegs? Ja, ganz viele. Sagen Sie jetzt. Ich fange mal an, vor 4 Jahren, wir haben noch im Meckstand gemolken. Es wollte zum Schluss keiner mehr melken, weil nicht Fliegen, sondern Kniezen so aktiv waren. Die Kühe ließen sich nicht mehr melken und es war nicht bei uns so. Es war im nördlichen Rheinland-Pfalz, wo ich mich mit Kollegen getroffen habe, überall so. Es war katastrophal. Und dann haben wir im letzten Jahr geglaubt, es sind keine Insekten mehr da. Und in diesem Jahr, ja, wir können uns der Fliegen und anderen Insekten kaum noch erwehren, muss man sagen. Wir greifen da auch wieder zur Keule, muss man auch sagen. Es wird dann auch wieder Insektengift gespritzt und es geht ganz einfach nicht anders. Also die Insekten. Da habe ich aber jetzt ein Raunen hier im Raum gehört. Also wir reden doch die ganze Zeit Insektensterben davon. Insektensterben ist mit Sicherheit ein Thema. Wir wissen, die Bienen, die helfen keinen mehr wie den Pflanzenbauer. Die Bienen brauchen wir zur Bestäubung. Deutschlandweit haben auch die Bienenvölker zugenommen. Die Bienen haben die Varroa-Milbe, einen Feind, muss man sagen. Der kommt aber nicht aus der Landwirtschaft. Und ich glaube ganz einfach, wenn wir hier das Thema Neonicotine ansprechen, was die Landwirtschaftsministerin auch verboten hat, da kann man drüber streiten. Im Rapsanbau brauchen wir es nicht mehr. Die Rapsanbauer. Herr Groß, ich muss Sie unterbrechen, ja, weil die lange, Neo. Ja. Nein, nicht weil es zu lang ist, aber Neonicotinoide müssen Sie bitte erklären, was das ist. Das weiß nicht jeder hier im Raum. Das ist ein Schädlingsbekämpfer. Das ist ein Pflanzenschutz, ein Insektizid, wo überwiegend in der Beize vorkommt. In der Beize bei Raps wird es nicht mehr gebraucht. In der Zuckerrübe wird es noch gebraucht und es ist für die Zuckerrübe auch nicht ersetzbar. Und das ist schlecht für die Insekten, für die Bienen erst recht? Das kann schlecht sein. Das kann schlecht sein. Es kann nachhaltig die Bienen lähmen und die Forschung sagt, es ist auch so. Wir müssen dann immer nur gucken, was haben wir für eine Alternative. In Deutschland ist verboten, Frau Höfgen, Sie wissen es. Und wir müssen gucken, wie weit wir jetzt mit dem Zuckerrübenbau, der zwar hier im Kreis Altenkirchen keine Rolle spielt, wie weit wir damit kommen. Aber, also da muss ich Sie jetzt fragen, Frau Höfgen, macht das Verbot Sinn, würden Sie sagen? Oder ist das, wenn man abwägt, ist das für die Landwirtschaft zu schlecht? Also natürlich haben wir jetzt seit, Ende des Krieges, ist unsere Landwirtschaft ganz massiv auf
moderne Methoden in Anführungsstrichen ausgerichtet worden. Also großer Einsatz von Pestiziden und Handelsdüngern. Und damit haben wir natürlich aber auch die Probleme bekommen. Ja, die wurden ja dann auch sehr deutlich. Und wenn wir jetzt sehen, dass in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren fast 80% der Insektenbiomasse eben nicht mehr da ist, ja, dann wissen wir auch, was die Konsequenzen sind. Und natürlich sind diese Pestizide, haben die Wirkungen, ja, sonst würden sie ja nicht eingesetzt. Sie wirken als Nervengifte, übrigens auch nicht nur auf die Insekten, ja, das muss man auch wissen. Und sie haben eine ganz schreckliche Wirkung auf die Pflanzenvielfalt, weil natürlich sehr viele, Glyphosat ist ja so ein Stichwort, die sind eben Breitbandherbizide und haben eine entsprechende Wirkung. Sie machen halt alles kaputt, was irgendwie nicht gerade dann eben die Kulturpflanze ist. So, und insofern haben wir eben ein riesiges Tier- und Artensterben. Wenn wir sehen, dass das Living Planet Report sagt, 14.000 untersuchte Tierarten und davon sind 60% sozusagen im Verschwinden begriffen, dann sehen wir in diesem Bereich, dass wir einfach 5 vor 12 haben. Und es kann ja nicht modern sein, ja, dass wir unseren eigenen Planeten kaputt machen und uns selber am Ende auch noch. Also müssen wir da Alternativen finden. Das ist nicht so leicht. Ja, da hat der Herr Groß schon recht bei den Zuckerrüben. Also wir haben auch hier viel Forschung mit den Zuckerrübenanbauern betrieben oder auch mit anderen. Es ist auch für den ökologischen Landbau nicht einfach, immer die richtigen Möglichkeiten zu finden. Aber die Nützlinge zu stärken und damit ein Gleichgewicht hinzubekommen, ja, da ist es unheimlich wichtig. Die AG Bienen hat eine Frage. Und ich will zum Schluss noch sagen, was wir in Rheinland-Pfalz erleben, weil Sie gesagt haben, Rheinland-Pfalz ist nicht mehr Vorreiter oder so. Das stimmt nicht. Sondern wir haben zum Beispiel beim Ökolandbau einen Riesenzuwachs. Die Leute interessieren sich, die Bauern interessieren sich total dafür, fast plus 80%. Und da tun sie den Bauern auch was Gutes, wenn sie auch die Bio-Lebensmittel kaufen. Jetzt würde ich gerade bei der Reihenfolge bleiben. Die Dame hat das Mikrofon und danach kommt die Bienen-AG dran, die auch ruhig mal gefilmt werden kann. Ja, bitte. Also ich finde das Bild hier gerade sehr passend für die ganze Nation, muss ich sagen. Die Umweltminister, Landwirtschafts-, teilweise Minister, die sehen das und die Landwirte sehen das einfach nicht. Also ich denke, jeder, der hier im Raum sitzt und mit dem Auto gekommen ist und auf seine Scheibe geguckt hat, wie viele tote Insekten nur noch an der Scheibe hängen, ja, der weiß, dass es kaum noch welche gibt. So. Und es gibt zum Beispiel hier in Altenkirchen eine Gemeinde in Dickendorf, da gibt es Biobauern, die zum Beispiel eine neue Art Maschine entwickelt haben, um in Mulch direkt reinzupflanzen. Die hatten dieses Jahr überhaupt keine Probleme. So, und wenn wir 1 Milliarde, ja, oder wahrscheinlich noch mehr an Landwirte ausschütten können, die eigentlich seit 2015 ein Papier vorliegen haben, wie man die Landwirtschaft verändern muss, vielleicht keine Zuckerrüben mehr anzubauen dann, sondern Dinge aus andere Feldfrüchte anzubauen, dann verstehe ich dieses Kopfschütteln einfach nicht, dass nichts passiert. Da würde ich jetzt gerne, das Mikro wandert bitte zur Bienen-AG und ich möchte gerne Herrn Groß die Gelegenheit geben, darauf zu reagieren. Gibt es eine Alternative zur Zuckerrübe? Gut, die direkte Frage zur Zuckerrübe, gibt es in Europa keine Alternative. Wir werden Zuckerrohr dann mehr importieren müssen. Das wird teils unter unsozialen Produktionsbedingungen produziert. Dann verlagern wir das Problem in andere Erdteile. Und ich weiß es nicht. Also Bienen sterben, Insekten sterben, absolut ist das ein Thema. Wir müssen forschen. Wir dürfen nicht einfach sagen, es ist so und meinen, dass ein Problem, das wären Insektizide und Pflanzenschutzmittel, die wären die alleinigen Verursacher. Das Problem ist vielschichtig. Im letzten Jahr, wo wir es gespürt haben, wir haben einen ganz warmen Frühjahr gehabt. Die Insekten waren geschlüpft und dann wurde kalt. Und jeder Fachmann sagt, das hat das Insektensterben in 17 ausgemacht.
Und dieses Jahr, wir haben jede Menge, Sie können sich gern bei uns im Hof aufhalten. Wir haben noch was Gastronomie, da laufen Sie schnell weg, weil Sie sich die Insekten nicht wehren können. Das waren aber jetzt dann vor allem die Wespen. Dann kommen wir von den Wespen zu den Bienen. Ja, bitteschön, ihr. Also ich habe eine Frage. Albert Einstein sagte, wenn die Bienen aussterben, sterben nach 4 Jahren auch die Menschen. Was denken Sie zu dieser Aussage? Möchtest du, dass jemand Bestimmtes hier vom Podium darauf antwortet? Ist egal. Ist egal, ja. Okay. Okay, wer fühlt sich berufen? Der Landwirt, bitte. Mach sein. Einstein. Einstein, lange zurück. Es ist mit Sicherheit was Wahres dran. Wir müssen ganz nah auf die Natur gucken. Wir müssen auf Kreisläufe gucken. Ich glaube es nicht, dass wir dann aussterben. Es sind dann vielleicht nicht 4 Jahre, vielleicht sind es 5 oder 10. Auch im Zeitraum von 5 oder 10 Jahren nicht. Wir müssen weiterhin forschen. Frau Höfgen, ich muss da auch ganz einfach sagen, Ihre Fraktion oder die Grüne Partei hat auch Forschung und Weiterentwicklung im Pflanzenschutzbereich oft gebremst. Bessere Pflanzenschutzmittel muss es geben, wird es auch in Zukunft geben. Wir könnten ganz doll noch über Glyphosat diskutieren, über Umwelt, habe ich mich fit gemacht, muss ich sagen. Ich habe mit vielen Pflanzenbauern gesprochen, die aus der staatlichen Schule, Frau Höfgen, wo Sie bis vor 2 Jahren auch für zuständig waren, die sich wirklich Mühe machen. Und da können wir lange drüber diskutieren, muss ich sagen. Aber es würde zu... Dann kommen wir nicht mehr zu den 2 anderen Themen, die ich hier noch liegen habe. Ja, ja. Ja. Frau Jakob, Sie würden gerne noch was sagen. Also, ob es den Menschen nicht mehr geben wird, weiß ich auch nicht. Ich bin mir aber sicher, dass wir ganz massive Probleme kriegen werden. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass es ja auch nicht nur die Honigbiene gibt, um die sich ja immerhin noch Imker kümmern, die ja gezüchtet ist, wo ich auch was dafür tun kann, dass es mehr Völker gibt, sondern es gibt eben auch zahlreiche Wildbienenarten, über 500 Arten in Deutschland, von denen die Hälfte auf der roten Liste steht und knapp ein Drittel vom Aussterben bedroht ist. Und die kann man eben nicht nachzüchten, wenn sie mal verschwunden sind. Und die haben auch eine massive Bedeutung für die Landwirtschaft, weil sie eben mindestens genauso wie die Honigbiene auch landwirtschaftliche Produkte bestäuben, natürlich auch für die Biodiversität. Wir haben daran hängend auch einen massiven Rückgang vieler Vögel, was leicht zu erklären ist, wenn eben die Insekten, die gefressen werden, so massiv zurückgehen, dann haben eben auch die Vögel nichts mehr zu fressen. Das heißt, man sieht, da ist ein Kreislauf. Also wir müssen uns da viele Gedanken machen. Und vielleicht zur Zuckerrübe noch ein Aspekt. Es gibt mittlerweile zahlreiche Untersuchungen und Erkenntnisse dazu, wie wahnsinnig ungesund Zucker ist. Und da wäre es ja mal eine Möglichkeit... Ich denke, da wäre es mal eine Möglichkeit zu gucken, dass wir einfach den Zuckerkonsum auch reduzieren. Es ist in wahnsinnig vielen Produkten Zucker drin, da wissen wir das nicht mal oder da kommen wir nicht auf die Idee, weil sie halt eigentlich nicht so wahnsinnig süß sind. Und wenn man da einfach sich mehr kümmern würde, dann könnte man schon mal die Produktion von Zucker stark herunterführen und dann wäre vielleicht auch das Problem des Anbaus schon geringer. Ich würde gerne zur Bienen-AG noch was sagen. In China müssen inzwischen ja schon Menschen die Blüten bestäuben, weil es keine Bienen mehr gibt. Also bevor der Mensch ausstirbt, muss der Mensch selber als Bestäuber aktiv werden. Vielleicht auch noch als Antwort auf Einstein. Frau Höfgen, ist es wichtig oder darf ich die Dame dran nehmen? Nehmen Sie die erstmal. Gut. Ja, ich möchte was zum Insektensterben sagen und was zu den sogenannten Pflanzenschutzmitteln. Knitzen, Fliegen und Wespen am Pflaumenkuchen stellen wahrhaftig nicht die Bandbreite der Insektenwelt dar. Und wir haben einen ganz massiven Schwund an Insekten. Man nennt das Biomasse dieser Insekten. Und wir haben durch Einsatz von sogenannten Pflanzenschutzmitteln inklusive Glyphosat einen massiven Rückgang an den Insekten und Lebewesen, die im Boden sind.
Und zu einer gesunden Nahrungsmittelproduktion gehört sowohl die Bestäuber, dazu gehören auch viele, viele anderen außer der Honigbiene. Wir brauchen aber auch eine gesunde Bodenflora. Und da müssen wir einsehen, wenn immer wieder behauptet wird, diese Mittel seien unbedingt notwendig, so muss ich einfach hier auch mal betonen, dass das eine ganz fatale Einstellung ist und dass wir haben drei große Konzerne, die diese Mittel produzieren. Das ist Monsanto, Syngenta und Bayer. Und ist jetzt eins, aber Syngenta gibt es auch noch. Und die bestimmen mit ihrer Marktmacht natürlich auch die Anbaumethoden in der Landwirtschaft. Und solange wir da keine Veränderung haben, werden wir dieses System weiter haben. Und damit ist uns nicht gedient, der Natur nicht gedient und letztendlich ist der Landwirtschaft damit auch nicht gedient. Und ich sehe da wirklich ein ganz, ganz großes Umsteuern in absolut kurzer Zeit für dringend notwendig. Danke. Entschuldigen Sie bitte, Sie melden sich schon recht lange. Wollen Sie gerade noch dazu was sagen? Ja, super Beitrag. Also danke. Bloß weil ein paar Insekten aus persönlicher Erfahrung überwiegen, heißt das nicht, dass alles im Lot ist, weil wir haben ein Netzwerk, alles ist miteinander verbunden, in Balance, da halten sich auch die Arten gewisserweise in Schach. Bloß weil wir weltweit 1,5 Milliarden Schweine, 1,5 Milliarden Rinder und immer am Leben für sehr kurze Zeit 20 Milliarden Hühner haben, sagen wir ja auch nicht, auch wunderbar, wir haben genügend Tiere auf dem Planeten. Es muss ein Mix sein von vielen und da sind wir in eine falsche Richtung gesteuert und zudem ich bin jemand, der sehr offen mit vielen Themen umgeht. Mit dem Wissen, was ich erlangt habe, bin ich jetzt in der Position, wo ich diese Dinge mehr annehme. Aber ich habe während meines Studiums ein Praktikum gemacht bei Bayer Crop Science. Das war 2007. Und da war Bayer dabei, so ein bisschen aufzuholen mit der Gentechnik in den Pflanzen. Sind etwas enttäuscht gewesen, dass sie nicht so richtig hinterherkommen und Monsanto den Rang ablaufen können, weil sie eben, Monsanto hat schön das Saatgut und die Chemie in einem, Bayer konnte nur die Chemie gut anbieten und kam mit dem Saatgut nicht hinterher. Und jetzt sieht man, dass Bayer Interesse hatte, Monsanto zu kaufen, hat es gekauft. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht die beste Entwicklung, wenn eine Firma so viel Macht hat, dass sie das Saatgut bestimmt, die Chemie beim Anbau und letztendlich auch noch die Medikamente liefert, wenn wir denn mal krank werden. Ja, also mich stellt das persönlich vor Fragen. Ja. Bevor Sie, ja, jetzt lassen wir die Dame noch und dann kommst du dran, Laura. Ja, bevor alle Argumente schon gelaufen sind. Also zunächst mal, Zuckerrüben, ha, okay. Aber der Mais wurde genauso mit diesem Präparat, diesem Nikotinoid, behandelt. Das hat, absolut, das hatten wir im letzten Jahr überall in unserer Landschaft wiederfinden dürfen, auf Plan, Abdeckplan und so weiter. Sie müssen bitte das Mikrofon gezielt zum Mund halten, weil sonst, aha, wenn es schwankt, hört man sie ja schlecht. Ich wohne sehr ländlich, ja, am Ortsrand. So, das zum einen. Zum anderen, in den USA werden versucht man ständig riesige Bienenvölker zu transportieren mit diesen riesigen LKWs und versucht, die Früchte befruchten zu lassen. Die Handbefruchtung der Chinesen ist in die Hose gegangen. Wir sind auf unsere Insekten angewiesen. Und es wird nicht nur Milliardenverluste, es geht in die Billionen. Es gibt Zahlen, ich kann mir Zahlen schlecht merken, aber es ist bekannt. So, das ist keine Lösung. Auch ich habe Fliegen vor der Tür, das hat seine Ursache durch unseren Kirschbaum, aber mein Auto ist insektenfrei, wenn ich damit durch die Gegend fahre. Und das ist der Sammelpunkt. So, dann kommt noch weiteres dazu. Es ist bekannt, dass mit einer ökologischen, nachhaltigen Landwirtschaft die ganze Welt, ich betone die ganze Welt, mit einem richtigen Verhalten ernährt werden kann. Und dann haben wir was anderes mit dem Fußabdruck. Es ist so. Dankeschön, Laura. Also jetzt auch mal aus der Sicht der Jugendlichen von mir aus. Also ich finde, wenn mehr und mehr Insekten sterben, vor allen Dingen Bienen, die wir ja brauchen, um frisches Obst zu bekommen, und wenn wir dann irgendwann gar keine Insekten mehr auf dieser Erde haben, kriegen wir kein frisches Obst, dann müssen wir Menschen das Obst selbst bzw. befruchten, so wie jetzt in China. Dann werden sich die Menschen darüber beschweren. Und dann wird es immer und immer mehr Beschwerden geben und dann kommen immer mehr Diskussionen auf.
Also auch keine Lösung. Hier vorne, du hattest noch eine Frage. Was kann der private Haushalt tun, um Insektensterben zu verhindern? Frage an Greenpeace. Ja, biologische Landwirtschaft unterstützen. Das ist Nummer eins. Es ist im Preis erstmal ein bisschen mehr. Allerdings würde ich mir komplette, keine Marktverzerrung wünschen, weil eben auch ich mit meinen Steuergeldern noch, wurde mal ausgerechnet im Artikel, kann sein, dass es mittlerweile anders ist, aber die Massentierhaltung mit 80 Euro im Jahr finanziere, obwohl ich selbst sogar gar kein Fleisch mehr kaufe, aber trotzdem mit meinen Steuern. Und da müssen Agrarsubventionen in die richtige Richtung gelenkt werden, sodass das umweltschädliche Essen nicht billiger ist als das umweltfreundliche Essen. Also Bioprodukte wäre das eine. Sofort. Das andere, Insektenhotel, ist das auch was? Ja, also wenn man einen Garten hat, kann man ganz gut was machen, indem man einfach darauf achtet, dass man Pflanzen anpflanzt, mit denen die Insekten was anfangen können. Also heimische Stauden, die wirklich auch Nektar haben, wo dran gesaugt werden kann. Man kann auch eben über Insektenhotels Nistmöglichkeiten bieten. Da kann man schon einiges machen, um sozusagen Refugien zu schaffen. Man wird allerdings bestimmte Arten damit nicht fördern können, weil eben manche Arten auf Dinge angewiesen sind, die es eben nur in einer vielfältigen landwirtschaftlichen Fläche gibt. Aber man kann auf jeden Fall für viele Arten schon was tun. Und zwar ganz egal, ob auf dem Land oder in der Stadt. Die Beobachtung ist ja, dass die Vielfalt in der Stadt oftmals größer ist durch diverse Balkonpflanzen und sich die Bienen da eher tummeln als in der Monokultur. Ja, Frau Höfgen. Ja, also wir haben ein Programm, das heißt Aktion Grün. Und das geht da um das Landesnaturschutzgesetz und die Biodiversität. Und das fördert zum Beispiel Schulgärten, fördert, dass die Leute statt Steingärten wieder richtige Vorgärten mit Pflanzen haben, wo die Bienen dann eben auch die besuchen können. Und aber auch Balkon oder ähnliche Initiativen mit unterstützt. Und so kann man auch zu Hause eine ganze Menge tun, um Blühpflanzen zu unterstützen, sich gut zu ernähren und da eben auch Beratung und Unterstützung kriegen. Beim Schulgarten wurde, glaube ich, Frau John ganz hellhörig. Ja, bitteschön, die Bienen AG. Ja, also denken Sie, dass man eine Lösung finden kann gegen das Insektensterben und wenn ja, welche? Das waren eben die Punkte, glaube ich, die Frau Höfgen angesprochen hat und eigentlich alle schon hier auf dem Podium. Mhm. Ich hoffe, dass da deine Fragen einigermaßen schon beantwortet wurden. Ja? Ja, Herr Groß? Ich muss da aber auch nochmal sagen. Sie würden, was tun Sie denn jetzt, damit noch mehr Fliegen bei Ihnen unterwegs sind? Die Landwirte auch im Kreis Allenkirchen haben schon begonnen, Blühstreifen anzulegen. Also wir haben noch ganz positive Rückmeldungen von den Imkern bekommen. In Scheuerfeld war ein Mozzain sind welche, Steinrot sind welche. Überall kann man schon beobachten, das konnten die Bauern bisher nicht machen. Sie kriegen Förderung, die brauchen die auch für die günstigen Nahrungsmittel. Das will ich mal betonen hier, für die günstigen Nahrungsmittel, die sie alle zur Verfügung haben, die auch gut sind. Und das war ein EU-Problem, die mussten das exakt rausmessen. Wenn da 1, 2, 3 Quadratmeter Differenz gewesen wäre, dann wären sie sanktioniert und hätten Zahlungsmittel nicht bekommen. Und das war bisher das Einzige, was die Bauern davon abgehalten hat, Blühstreifen anzulegen. Das wird in Zukunft absolut anders werden. Okay, das wird in Zukunft aber nicht mehr so sein. Das heißt, diese Ackerflächen ohne irgendwie einen Grünstreifen zwischendrin, die werden wir nicht mehr sehen, sondern... Das ist noch nicht Pflicht. Ich appelliere aber das kann man ja auch freiwillig machen. An die Freiwilligkeit und vor allen Dingen immer mehr junge Bauern und Bäuerinnen, die Zukunft mitgestalten wollen, sind da absolut bereit, da voll mitzuziehen. Prima, gut. Darf ich noch einen letzten? Ja. Bitte. Also ganz wichtig ist, dass wir die Bauern als unsere Verbündeten auch anerkennen, weil sie sind der Anfang von unseren Lebensmitteln und deswegen darf es nicht irgendwie eine Verhärtung geben zwischen den Fronten. Wie allerdings angebaut wird, das müssen wir gemeinsam neu gestalten und auch was die Preise angeht, man hört immer, beim Bauer bleibt nicht viel übrig, dann kann man sich auch nicht für die besseren Tierbedingungen einsetzen. Das Kükenschreddern wurde letztens per Gesetz dann doch wieder erlaubt, weil es betriebswirtschaftlich nicht zu tragbar ist für die Bauern. Dann muss das Ei eben einfach 30 Cent kosten. Und wenn es zu den Preisen geht, man kann sich selbst im Internet angucken, wie es in den 60er, 70er Jahren war, die gute alte Zeit. Da hat man im Schnitt 30% seines Nettoeinkommens für Essen ausgegeben. Jetzt sind wir bei 14%. Das heißt,
wir haben nicht schlecht 12%, 11%, je nachdem, ob man Genussmittel dazu nimmt. Wir haben schon mal gut gelebt, indem wir 30% unseres Gehalts fürs Essen ausgegeben haben. Und da können wir wieder hinkommen für gute Qualität, für bienenfreundliche Anbaumethoden, für Gelder, die ausreichend sind für die Bauernhöfe, auch für die Kleinen, um zu überleben. Bitte. Okay, das Letztgesagte muss man unbedingt unterstreichen. Wir als Verbraucher haben einen großen Anteil daran, wie Nahrungsmittel produziert werden. Aber beim Thema Insektensterben müssen wir auch darüber reden, dass eine Menge Chemie im Privathaushalt eingesetzt wird. Und wenn man sich viele Vorgärten ansieht, da kriegt man das Grausen, die inzwischen zugekiest werden und so weiter. Man muss aber auch leider sagen, Stichwort nochmal erneuerbare Energien, dass der Maisanbau für die Biogasanlage ein riesengroßes Problem für die Biodiversität ist. Wenn man sich Landstriche in Norddeutschland, Ostdeutschland anschaut, dann ist das Maismonokultur ohne Ende. Und da wird jede Menge Chemie auch eingesetzt. Das ist leider auch ein ganz großes Problem, was die Biodiversität betrifft. Herr Groß, Sie sagen richtig. Ja, also man kann über Mais diskutieren. Ich stimme hundertprozentig überein. Ganze Landstriche in Niedersachsen, Mais. Und überwiegend für Biogasanlagen. Die Politik wolle das so. Und die Landwirte haben es gemacht, muss man sagen. Aber was Pflanzenschutzmitteleinsatz geht, Mais ist gebeißt, das passt. Mais braucht bisher einen Herbizideinsatz und sonst nichts. Das muss man klipp und klar sagen. Mit ganz minimal Pflanzenschutz kommt der Mais aus. Weizen, unser Nahrungsmittel Nummer 1 für Brot, für Futter, für alles, zehnfache an Pflanzenschutzmittel, muss man auch sagen. Mir gefällt der Mais auch nicht. Wir haben im Kreis Altenkirchen 800 Hektar Mais, ist nicht viel, muss man sagen. Punktuell macht das Aufstoßen, aber insgesamt nicht. Ich will mal ein anderes Beispiel erzählen, wo wir hingehen. Nach dem Krieg haben wir 2200 Hektar Kartoffel gehabt. Wir haben keine 50 Hektar mehr im Kreis Altenkirchen. Wir können wieder Kartoffel anbauen. Wer macht das aber? Wir können mit Kartoffel Schweine mästen. Kartoffel, ganz tolles Nahrungsmittel. Wird aber nicht gewollt, muss man sagen. Also die Bauern haben viele Möglichkeiten, aber der Verbraucher muss es wollen. Und wenn wir es nicht machen, dann machen es eben andere Landwirte. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die müssen wir haben, die müssen wir für die Zukunft auch absprechen. Und bedauerlich ist, wenn man immer so auf die Landwirtschaft haut. Und, ich glaube, das hat hier keiner gemacht. Nein, nee. Frau Höfgen, wir dürfen nicht zweierlei Landwirte machen. Kam eben, aber die gibt es nun mal. Es gibt nun mal die ökologisch orientierten Landwirte und es gibt die traditionell bis hin zu industriellen. Das ist halt so. Aber das wäre jetzt, glaube ich, nochmal ein neues Fass, das wir aufmachen würden. Und ich merke so die Unruhe im Saal. Wir haben gesagt, wir diskutieren bis um 8:30. Wir hätten noch die Kreuzfahrtschiffe, wir hätten noch die Flugreisen, wir hätten auch noch stärker den Klimawandel. Aber ich glaube, was wir festhalten können, ist doch, wir haben uns viel über den Müll unterhalten. Der beste Müll ist der, den wir alle erst gar nicht produzieren. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang noch, es gibt einen Wahnsinnswillen. 97% der Deutschen sagen, dass jeder von uns Verantwortung für die Umwelt trägt. Deshalb, der Wille ist ja schon da. Also stand aber noch die Frage im Raum von den Schülern, und das ist jetzt nochmal eine philosophische Frage zum Schluss. Wer profitiert eigentlich davon, wenn wir die Erde zerstören? Wer hat denn da am Ende was von? Die Frage haben die Schüler gestellt. Wir machen unsere Erde, unseren Planeten kaputt und wer hat am Ende was davon? Frau Höfgen, wem können wir es am Ende in die Schuhe schieben? Ja, das hilft uns nichts hinterher, wenn wir es wem in die Schuhe geschoben haben. Aber natürlich sind das große Wirtschaftsinteressen, die dahinterstehen. Das ist schon erwähnt worden, riesige Chemie- und Handelskonzerne, die natürlich unheimlichen Druck machen auf die Landwirtschaft, auf die Verbraucher und Verbraucherinnen. Auf der anderen Seite sind wir ja nun auch viele, die dem etwas entgegenbringen können. Und dazu ist Demokratie ja auch nun mal da. Also haben wir es auch mit in der Hand. Wir müssen gucken, dass es vernünftige Gesetze gibt. Und ich sehe das auch so, wie der Herr Brode, dass wir natürlich Landwirte wie Herrn Groß brauchen. Ja, die müssen auch ihre Unterstützung haben, denn es ist immer noch viel besser, wir haben ja Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz, als irgendwelche industriellen Produkte, die von irgendwo hier reinkommen. Ja, und die Monsantos dieser Welt bestimmen alles. Also insofern ist das sehr wichtig. Und ich glaube, wir haben beim Thema Plastik haben wir unheimlich viel zu tun. Ja, wir haben da aber trotzdem diese Kaskaden, ja, die Schritte, die wir alle gehen können.
Und wir reden nicht nochmal über Plastik. Wir machen eine kurze Schlussrunde. Genau. Wir reden nicht nochmal über Plastik. Und dazu müssen wir gucken, dass wir die Gesetze bekommen, aber eben auch jeder was tut. Wir haben gemerkt, wir bewegen uns im Spannungsfeld zwischen den globalen Problemen der großen Erde und Rheinland-Pfalz und dem kleinen oder gar nicht so kleinen Altenkirchen. Sie machen ja persönlich sehr viel, Herr Brade. Sie haben sich umgestellt. Haben Sie manchmal trotzdem das Gefühl, oh, Sie verzweifeln, weil Sie sind nur ein kleiner Bestandteil dieser großen, großen Erde und können nichts bewegen oder eben doch? Nee, überhaupt nicht. Da hat ein Arbeitskollege letztens zu mir gesagt, er findet es so überraschend, dass wenn man irgendwie in die Vergangenheit zurückguckt, gibt es einzelne Menschen oder Ereignisse oder Dinge, die passiert sind, so ein Schmetterlingsflügelschlag, wo man sagt, der kann einen ganzen Tornado auslösen. Aber wenn wir auf uns selbst blicken, sagen wir mal, ja, ich bin ja nur so ein kleines Lichtchen, was kann ich schon machen? Aber retrospektiv glauben wir, da ist viel möglich, wenn so ein Martin Luther King für sich für die Menschenrechte der Schwarzen eingesetzt hat. Und das kann jeder von uns. Und man merkt im Freundeskreis, wie das Thema dann besprochen wird, wie in der Mittagspause die Kollegen auch öfters zum vegetarischen Essen greifen, feststellen, oh, es geht ja auch so, mit den Indern, die ich studiert habe, die haben ihr Leben lang noch nie Fleisch gegessen. Mein Opa hat mir immer gesagt, ess das Fleisch, damit du groß und stark wirst. Die Inder haben mit mir Basketball gespielt, haben mit mir bis 5 Uhr gefeiert und getanzt und haben nie Fleisch angerührt. Es geht ohne Fleisch. Also deswegen, da muss ich Ihnen nochmal widersprechen. Und das ist halt ein großer ethischer Aspekt. Guckt euch Filme an, wenn ihr hinterher das Gefühl habt, naja, ich habe es mir anders vorgestellt. Macht es anders, wenn es euch nicht gefällt. Und da können wir, glaube ich, viel tun. Also es ist einfach. Dankeschön. Herr Groß. Hier schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, weil wir am Anfang bei dieser vegetarischen und der Fleischdiskussion waren. Sie essen nicht jeden Tag ein Stück Fleisch, so wie ich Sie einschätze, Herr Groß, oder? Nein, braucht man nicht. Darum geht es nämlich, ne? Ich esse auch in der Regel Brot vom Vortag. Oft steht uns Gesetze, Verordnungen, EU im Wege. Ich erinnere mich, vor 3 Jahren wollte in Betzdorf ein Filialist einladen machen und wollte Vortagsbrot angeben. Kreisverwaltung hat gesagt, nein, vom Gesetz her nicht machbar. Die bieten das einzeln noch in den Geschäften an, wenn ich schon mal Brot holen muss oder sonst was. Ich tue in der Regel Vortagsbrot holen und tue den Leuten was in die Kasse, muss ich sagen. So, das ist mein Verhalten. Aber ich muss noch insgesamt kurz loswerden. Wir sollten die Welt sehen, wie sie ist, auch unser Verhalten und nicht, wie wir sie gerne hätten. Unser Verhalten bestimmt das. Also ein Problem wäre direkt gelöst. Wir gäben wieder 30% für Nahrungsmittel aus. Wir hätten weniger für Flugreisen. Wir hätten weniger für Kreuzschifffahrt. Ich könnte damit leben. Ich könnte damit leben. Dankeschön, Herr Groß. Frau Jakob. Wie verreisen Sie? In der Regel mit dem Zug. Dann sitzen Sie in einem Boot mit Laura, die ja scheinbar auch viel Zug fährt. Laura, zum Schluss, was nimmst du mit von diesem Abend? Hast du dir irgendwas überlegt? Oh, da sollte ich drüber nachdenken, da ändere ich vielleicht was? Ja, also im Allgemeinen, wir sollten vielleicht alle ein bisschen mehr drüber nachdenken und auf unsere Umwelt achten. Also wenn wir weniger, anstatt jetzt im Supermarkt die Plastiktüte zu nehmen, vielleicht die Papiertüte zu nehmen oder vielleicht anstatt das Obst von China oder sonst irgendwoher, lieber das Obst von unserem Biobauer nehmen, weil so unterstützen wir die Welt. Super, ganz herzlichen Dank. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sag vielen Dank für die rege Beteiligung. Das war super, das war toll. Und ich fürchte, es kamen nicht alle zu Wort. Da entschuldigen wir uns ganz herzlich jetzt schon dafür. Aber sonst wäre der Abend noch viel länger geworden. Wir hatten so viele Themen, wir hätten noch weiter diskutieren können. Ich beneide die Kollegin nicht, die den Beitrag machen darf fürs Radio. Morgen für SWR1 Rheinland-Pfalz, morgen Mittag. Das komprimiert zusammenzupacken. So ein Beitrag ist nur 2 Minuten lang. Viel Spaß. Aber als Trost gibt es ja noch das lange Video, das dann auf swr1.de zu sehen sein wird. Herzlichen Dank fürs Kommen und allen einen guten Nachhauseweg. Danke. Applaus